Es ist das Abenteuer ihres Lebens. Chrissy, Milena, Patricia und Sonja haben es ins Finale der SeaStar Discovery Challenge nach Thailand geschafft. Dschungel, Dschunken, Dauerposing beim härtesten Model-Contest des Planeten. Tag 1 im Dschungel. Veranstalter Martin Helmers und Herausgeber des SeaStar-Tauchmagazins führt die vier Abenteurer heute in den Dschungel von Khao Sok, ein Nationalpark im Landesinneren, 2 Autostunden entfernt von Thailands beliebtem Ferienparadies Phuket. Das SeaStar Discovery ist also der Model-Wettbewerb, der nicht nur auf Aussehen und auf Laufsteg eben Wert legt, oder nicht nur, eigentlich gar nicht, sondern bei uns müssen die Mädels sportlich sein, die müssen belastbar sein, die müssen eben cool sein, Teamgeist besitzen. Elefanten sind in Thailand mit die wichtigsten Arbeitstiere. Sie werden nicht nur verehrt, sondern auch liebevoll behandelt und aufgezogen. Vor den Preis hat Martin den Schweiß gestellt. Das Shooting mit den Elefanten müssen sich die vier erst verdienen und vor allem die Hände schmutzig machen. Kein typischer Modeljob. Also ich habe mir schon vorgestellt, dass der Model-Contest ein bisschen anders als ein normaler Model-Contest sein wird. Und dass wir da ein paar Aufgaben bekommen, die für uns natürlich schon etwas anstrengender werden. Und das ist jetzt hier gerade auch noch eine schöne Aufgabe. Mal sehen, was noch auf uns zukommen wird. Bei mir ist es genauso. Ich finde halt auch sehr, sehr gut, dass wir genau andere Sachen machen. Und habe es mir eigentlich auch so erhofft, weil die ganz normalen Model-Contests, die gibt es ja überall. Doch jetzt wird es für die vier Dschungelschönheiten richtig eklig. Was sie nicht wissen, Elefanten sabbern bei der Fütterung. Und so sind die vier in kurzer Zeit über und über mit ekligem Elefantenschleim beschmiert. Eklig, aber es macht trotzdem einfach mega Fun. Ich bin zwar von oben bis unten eingesaut mit Elefantenschlabber, okay, dann sag ich aber es macht einfach Spaß. Dreckig, aber glücklich. Super Erfahrung, dreckig, aber wie man glücklich sieht. Wir haben alles gegeben, so sehen wir auf jeden Fall aus. Haha, das 9 Monate alte Elefantenbaby wird von den Modelsternchen sofort ins Herz geschlossen. Oh, ist er süß! Guck mal, guck mal! Wenn er darüber klettern will, richtig ja. Die folgenden Shootings entstehen spontan, ohne Vorbereitung, ohne Visagisten. Dafür mit echten Tieren, mitten in freier Wildbahn. Und Milena hat so ihre Probleme, das 300 Kilo Baby zu bändigen. Man sieht halt, dass der Elefant auch immer an seiner Mama hängt, natürlich mit der Mama spielen will, fressen will und den alles andere interessiert, auch schön in der Kamera auszusehen. Wir haben hier bei Elephant Hills mit richtigen, lebenden, großen Elefanten und zwar nicht hinter Gittern, sondern in freier Wildbahn Fotos gemacht. Es hat Spaß gemacht. Wir werden mal sehen, wie es jetzt weitergeht. Also ich denke, wir haben ein paar tolle Aufnahmen gemacht. Ich bin gespannt, wie sich weiter der Spreu vom Weizen eben trennt. Es war nicht einfach heute und die Bilder werden zeigen, wer vielleicht eine Chance hat auf den Titel. Am Ende müssen die vier noch den Elefanten Daddy glücklich machen. Und morgen geht es für sie dann noch tiefer in den thailändischen Dschungel. Dort warten neben ekligen und gefährlichen Spinnen auch jede Menge Kleintiere. Wie die Mädels sich dabei schlagen, sehen Sie in der nächsten Folge von SeaStar Discovery.